Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Goldene Edition hier auf Bisafans für Bisafans von mir TK Misashi. Im letzten Part haben wir im Fleckmon Brunnen hier in Azalea City Team Rocket auseinandergenommen, weil die von irgendwelchen Fleckmon die Routen abgeschnitten haben. Was ich nicht so ganz toll finde, denn das grenzt einfach an Tiervergewaltigung, wollte ich jetzt schon sagen, an Tierschändung. Nein, was habe ich für Wörter im Kopf? Ah, Sodomie! Nein, das grenzt schon an Tierquälerei und sowas. Kann ich nicht zulassen, ich meine. Ja, gut, egal. Und wir sind jetzt bei Kurt im Haus, der uns letztens zu sich teleportiert hat mit seinem Mega-Genius-Mega-Hirn. Keine Ahnung. Hi, TK. Du hast dich im Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Style. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Was für Bälle? Jonglierbälle, Fußbälle, Basketbälle, Wandbälle, Volleybälle, Billardkugeln, Bowlingbälle, Kugeln. Scheiße. Das ist alles, was ich habe. Aber bitte nimm es. Ein Köderball. Ja, wie in der Serie. Ash hat ja auch einen Köderball bekommen. Okay, der hat sich einen machen lassen, aber gut. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie von Bäumen und bringe sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du einen Aprikoko für mich? Schön, ich werde einen Ball daraus machen. Ja, wir haben ja die Aprikoko weiß. Oder eher gesagt, die Plastik-Aprikose. Die Bio-Aprikose. Und aus der kann man jetzt einen Turboball machen lassen. Ist ganz cool. Dauert einen Tag halt komplett Spielzeit, aber das kann man schon verkraften. Und ja, in dem Part müssen aber nicht, die Arena anschauen. Ich weiß aber jetzt nicht ganz genau. Moment, da muss ich jetzt mal was gucken. Moment. So, Moment. Ich habe auch im letzten Part irgendwie ein bisschen gemerkt, dass der Sound verschoben war. Ich hoffe, dass ich das im Nachhinein, ich nehme das jetzt direkt danach auf, dass ich das im Nachhinein nochmal umbearbeitet habe. Was guckst du mich so an? Dankeschön. Dass ich es nachbearbeitet habe, dass der Ingame-Sound nicht irgendwie zu schnell zum Bild ist oder sowas. Weil so kam mir das beim Angucken danach vor. Moment, jetzt muss ich mal. Nein, ich will nicht mich angucken. Ich weiß, dass ich gut aussehe, dass ich der Adonis in Person bin, aber nein. Gut, jetzt erstmal schnell speichern, denn ich will was testen. So. Jetzt laufe ich mal hier hin, weil ich will wissen, ob der Rivale eventuell jetzt schon kommt. Ja, er kommt jetzt schon. Geil. Sag mir etwas. Es ist wahr, dass die Rocket zurückgekehrt ist. Was? Du hast sie geschlagen? Ha, hör auf zu lügen. Du machst mir keine Witze? Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Bitch. Ich wusste, dass man gegen ihn jetzt schon kämpfen kann, aber ich bin nicht ganz sicher. Oh, Gaston. Oh, Nebulak. Nebulak ist Geist. So, dann probier doch mal Biss. Nein! Why you put me to sleep? Penner. Vor allem, warum ist das viel schneller? Man zumindest paralysieren kann es uns nicht. Das ist schon mal ganz gut. Oh, und wir schlafen. Schlaf, Zubat, schlaf. Und es schläft immer noch. Komm schon. Zubat, mach auf. Auf! Ah, geht doch. Und Biss. Babam. Fast ein One-Hit. Nice. Sehr schön. Wieso trifft eigentlich jeder jedes Mal? Mit Hypnose oder so einem Kack. Und ich nicht. Das ist Diskriminierung. Nur weil Zubat grün ist. Mit pink-lilanem Schein an den Blüten. Aber egal. Komm schon. Und es schläft immer noch. Ich weiß nicht, das überleben wir, glaube ich, nicht jetzt. Moment. Aha, ich wusste es. Victory is mine. Nicht Minecraft, sondern mine. Gut. Okay, jetzt habe ich nicht geguckt, wann wir angefangen haben. Mist. Gut, dann mache ich jetzt einfach mal den Part hier, den Rivalenkampf, auch wenn das vielleicht ein bisschen kürzer wird. In der Kürze liegt die Würze, wie man so bekanntlich sagt. Zubat ist aufgewacht und wird jetzt dieses Nebulak erstmal wegbashen. Die Attacke ist sehr effektiv, dankeschön. Und Zubat erhält 243 MP. Nice. So, oh, jetzt hat er ein eigenes Zubat. Ich wette, deins ist nicht grün, sondern meins. Penner. So. Nein, es ist blau, seht ihr? Blau ist eine tolle Farbe, aber grün ist besser. Jetzt kommt erstmal Krokodok. Mit Aquaknarre sollte eigentlich kein großes Problem sein. Ja, geht. Ja, natürlich. Natürlich. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie vorhatte, mit dem Pokémon zu gewinnen.
Jetzt mach ich mal was. Ich hole erstmal Knofenser kurz rein. Auch wenn es jetzt gekillt wird. Ja, bis. No, es war klar. Es war ein sicherer KO. Gut. Dann holen wir jetzt mal. Nein! Inkognito rein. Denn ich will nochmal schnell Zubat heilen. Nein, nicht auf Pokémon wechseln. Ich hatte bestimmt irgendwo einen Trank, oder? Bitte, 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 bitte. Ja, ich hab sogar 12. Mann, bin ich gut. Ich will jetzt mal schnell Zubat aufheilen, denn nach seinem Zubat wird ein Pokémon kommen, was eventuell ziemliche Probleme bereiten wird. Und zwar ist das sein Starter. So, Kokodok sollte jetzt dieses Zubat hier auseinanderknollen. Bitte mach entweder einen Maximum Schaden Treffer oder einen Critical Hit. Yes. So wird's gemacht. Verdammt nochmal, that's how we do it in the West Coast. Und jetzt sehen wir das Lorblatt. Genau, dafür habe ich mir Zubat aufgehoben, auch wenn dieses Lorblatt wahrscheinlich Zubat jetzt sowas von einfach nur zerstampfen wird. Na okay, es geht eigentlich, das ist 16. Wir haben eine sehr effektive Attacke, die uns KP zurückgibt. Und wir sind grün. Ja, so, Blutsauger, natürlich. Oh, ich muss ein Reflektor aufbauen, die Verteidigung steigt. Ich weiß nur leider nicht, ob jetzt Blutsauger physisch oder speziell war damals. Aber so wie es scheint, war es physisch, ja. Gut, dann habe ich jetzt noch eine weitere Chance. Und zwar Zubat setzt Rasierblatt ein. Genau, du bist ein Pflanzen-Pokémon, weil du grün bist. Nein, Superschall und wir treffen. Sehr schön. Oh, das war ein bisschen zu viel von meinem Kopf. Hau dich selbst, komm, hau dich selbst. Dankeschön. Hör auf mich, nicht auf deinen Trainer. Cool. Boah, wie viel Schaden das doch macht. Ja, wie viel Schaden das doch macht, du. Oh, es trifft. Nicht toll. Egal, macht eh nicht viel Schaden. So, Blutsauger, das wird ein sehr langer Kampf. Das wird ein verdammt langer Kampf. Ja, und außer der Reflektor ist gleich nach. Was eigentlich... Nein, es ist nicht mehr verwirrt. Was eigentlich auch gleich der Fall sein dürfte. Ja, das zieht 5 KP ab. Ist ja gar nichts. Ich meine, 1 KP kriegen wir durch Blutsauger zurück. Immerhin schon mal. Gut, jetzt muss dieser verdammte Reflektor nochmal nachlassen. Dankeschön. So. Ich wusste, dass das Vieh so blöd ist und nochmal Rasierblatt macht. Rasierblatt macht mir nicht viel. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Blutsauger jetzt für einen Schaden macht. Ja, wir kriegen auf jeden Fall schon mal 2 KP zurück. Das heißt, es zieht uns jetzt mit Rasierblatt nur noch 3 KP ab. Finde ich sehr nice. Okay, das waren 4. Nein, es zieht jetzt sogar nur 2 ab. Wenn ich jetzt Zubat nochmal aufheile, dann hat er keine Chance mehr. Es ist zwar ein langes Verfahren hier, aber es muss sein, denn das steigert die Sympathie zu Zubat. Und umso höher diese Sympathie ist, also die Freundschaft halt, umso schneller entwickelt sich dann unser Golbat, sofern sich unser Zubat entwickelt, das war ein Volltreffer, zu einem X-Bat. Obwohl ich sagen muss, X-Bat gefällt mir als Shiny nicht wirklich, da es pink ist. Pink ist in meiner Welt eine Frauenfarbe, die ich niemals in meinem Team eigentlich so wirklich sehen will. Aber da es halt ein besonderes Pokémon ist, und zwar ein Shiny-Zubat, ne? Darf das halt auch mal pink sein. Da habe ich halt mal nichts dagegen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Zubat, du hast jetzt noch wie viel mal Blutsauger? 7 Mal. Könnte knapp werden. Muss aber nicht. Wenn Zubat jetzt wenigstens mal einen Volltreffer reißen würde, dann wäre dieses Lorblatt nämlich weg. Ja, es ist in der Pinch. Nicht schlecht. So, Blutsauger. Einfach weitermachen. Nein, ich hau mir jetzt nicht ins Gesicht. Ich habe gerade voll den Drang gehabt, mir so selbst auf die Backen zu hauen, aber nein. Einfach nur so. Jetzt habe ich es auch gemacht. Woo! Auch wenn wir so verdammt viel Arbeit zu tun haben auf der Arbeit und ich eigentlich jeden Tag halb tot bin, wenn ich heimkomme, bin ich heute ziemlich gut gelaunt. Und zwar, weil ich Pokémon Gold aufnehme. Für euch. Und ein grünes Zubat sehe, weil grün meine Lieblingsfarbe ist. Und wir haben das Lorblatt besiegt. Welches zwar auch grün ist, aber ich verachte es. Ich weiß nicht, dieses Starter-Pokémon, ich hasse es. Und Zubat erreicht Level 14 und fast noch Level 15 hoch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den Rivalen besiegt. Das ist schon mal immerhin was ganz Feines. So. Nächstes Problem, Arena. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Arena schaffen soll. Deswegen muss ich mir was einfallen lassen. Ich meine, ich will ja auch die Entwicklung von Zubat
aufnehmen. Also muss das in einem Part passieren. So, okay. Und tschüss, Mann. Kann ich eigentlich schon hier rein? Ja, ich kann hier schon rein, oder? Ich komme nur nicht weiter, weil ich noch keinen Zerschneider einsetzen kann. Dann. Genau. So, bam, bam, bam. Wollen wir jetzt einfach mal dieses ganze Nebenzeug, was man eigentlich erst danach machen muss. Oh, Mist. Mein Boss wird sauer sein. Das Forenta mit dem Zerschneider Bäume fällt, das mit Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steinleichenwald, um nach ihm zu suchen. Memme, er ist so groß und dunkel und unheimlich. Oh Gott, ich interpretiere das gerade mal völlig falsch. Aber es darf ich auch, das darf ich. Ich bin ja alt genug, ich darf das. Oh, hallo Mirapla. Du bist hässlich. Ich hätte mal meine Pokémon heilen sollen, ich Vollidiot. Na ja, gut, so starke Pokémon kommen ja zum Glück nicht. Hallo Porenta, das ist das verschollene Pokémon. Quack! Ich dachte, Porenta ist ein Vogel und keine Ente. Na ja, gut. So, Porenta rennt wieder weg. Jetzt müssen wir es von hier anreden, sonst rennt es nämlich nach oben. Und sofern ich mich nicht irre, sollte hier irgendwo ein Item liegen. Moment. Oh, doch nicht. Bitte renn einfach nach unten durch. Ja, danke schön. So, perfekt. Moment. Oh, Pokémon. Möp. Hallo Mirapla. Du bist verdammt hässlich. Zieh ab. Dankeschön. Okay, Flucht. Ich will einfach nur wissen, ob ich jetzt hier runter muss. Oder... Ah, doch, wartet, ich weiß wieder nicht. Einmal hier längs. So, jetzt müssen wir nämlich von unten kommen. So. Jetzt rennst du da entlang. Jetzt müsste es eigentlich... Nein! Verdammt, seist du Porenta, an deine Fähigkeit denken zu können. Das war schlauer als ich. Mich hat eine Vogelente ausgetrickst. Ich glaub's ja nicht. Eine Vogelente hat mich ausgetrickst. Das ist ja echt der Hammer. So, quack. Den ganzen Mist noch einmal machen. So, jetzt rennst du da lang. Vorsichtshalber gehe ich jetzt hier hin. Oh, und ich habe mir das Item gar nicht geholt. Beleber. Oh, Beleber ist immer ganz gut. Dankeschön. So, jetzt rennst du da hoch. Ne? Du rennst jetzt da hoch. Alte Quarkrufe. Jetzt rede ich dich von hier an, weil dann kannst du nicht nach oben rennen. Dankeschön. Pokémon. Entschuldigung. Hallo Mirapla. Ah, es juckt, es juckt, es juckt. So. Flucht. Ja, ich habe gerade getrunken, deswegen konnte ich die andere Hand nicht nehmen. Jetzt kann es eigentlich schon noch da lang. Mitten vor dem Porenta muss noch ein Pokémon kommen. Ja, natürlich. Hallo Zubat. Du bist langweilig, du bist nicht grün. Zieh ab. So, Flucht. Ach, das ist so langweilig. Aber gut, es muss gemacht werden, weil sonst kommt man in der Story einfach nicht weiter. So, hallo. Wow, vielen Dank auch. Die Pokémon von meinem Boss gehorchen mir nicht, da ich keine Ohren besitze. Tja, ich habe auch nur einen, aber gut. Ah, mein Porenta, du hast es für uns geholt, ein Kleiner. Wir können ohne es nicht Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke, Kleine. Wie kann ich dir danken? Ah, genau, nimm dies. TK hält VM1 und DS, wie ihr dann natürlich weiß, Zerschneider. Wird schon nie ändern, hat sich auch noch nie geändert. Wenn ihr Zerschneider, bringen sie ein Pokémon bei, um kleinere Sträucher zu zerschneiden. Du benötigst noch den Orden der Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. Und ein Pokémon kommt! Juhu! Wer hätte das gedacht? Das ist ein Mirapla. Unkraut. Ich habe einmal Rubin auf dem Game of Advance SP gezockt und hatte einen Giflor im Team. Welches ich so lustigerweise Unkraut genannt habe. So, jetzt bin ich hier raus. Einfach nur raus. Ab ins Pokémon Center und dann ist hier Schluss. Schluss mit lustig. Ching Shang Shong, Chinese im Karton. So. Aber die Musik von Azalea City ist chillig. So, wir haben deine Pokémon und machen sie wieder fit. Dankeschön. Einmal hier heilen, bitte. Kopf juckt. Danke, dann der Pokémon ist wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Das klingt für mich jedes Mal so, als wenn würde sie sagen, ja, verlier und komm wieder. Los, verlier.
Dann verlier schon. So ungefähr. Na egal. Wir beenden an dieser Stelle jetzt den Part hier. Wir haben ja den Rivalen jetzt besiegt und haben uns der Schneider geholt schon mal. Haben das also schon mal nach der Arena gespart. Irgendwas wollte ich noch gerade sagen. Es rotiert in meinem Kopf. Wartet. Okay, jetzt ist es weg. Vergesst es. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, kommentieren, favorisieren, mich abonnieren, falls ihr noch nicht habt, auf Bisa-Fans gehen, euch alle anderen Let's Plays angucken, auch von Daniel, der macht zu Pokémon Soul Silver 1. Der gute Boss hat zu Pokémon Grün 1 gemacht, auf Japanisch, finde ich auch sehr geil. Auf meine Facebook-Fanpage gehen, habe ich glaube schon gesagt, egal. Ja, das war's von mir für heute. Ich verabschiede mich von euch, euer TK, wie Sascha sagt, ciao und auf Wiedersehen.